Willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video geht es um die aktuell schlechtesten Bundesligaspieler 2020-21. Gerankt werden die Spieler nach ihrer durchschnittlichen Leistungen und Noten. Werden davon die 5 schlechtesten, benotesten Durchschnittsspieler hier im Ranking aufgenommen. Gezählt werden alle Noten zwischen den ersten und 23. Spieltag. Gezählt werden nur Spieler, die in der Vor- und auch in der Rückrunde in der ersten Bundesliga gespielt haben. Deswegen ist auch Ozan Kabak, der hier im Rang eigentlich auf Platz 2 gewesen wäre, nicht hier auf der Liste. Gut, fangen wir an. Auf Platz 5. Matija Nastasic ist ein serbischer Abwehrspieler und spielt aktuell bis 2022 bei Schalke 04 unter Vertrag. Nastasic spielt aktuell für den Amateur-Profi-Verein FC Schalke 04. Insgesamt 14 Bundesliga-Partien durfte er diese Saison bestreiten. In den 14 Bundesliga-Partien gewann er nur ein einziges Spiel und seine aktuelle Durchschnittsnote liegt bei 4,36. Platz 4: Benito Raman. Benito Raman ist ein belgischer Mittelfeldspieler und spielt seit 2019 beim Profi-Kreisligisten FC Schalke 08. Der 26-jährige Belgier schoss von 19 Bundesliga-Partien nur 2 Tore und machte keine einzige Vorlage. Genauso wie Schalke 04 sind auch die Noten von Benito Raman im Keller. Er ist mit einem Notendurchschnitt von 4,38 auf Platz 195 in der Bundesliga. Platz 3: Amin Harit. Amin Harit ist ein französisch-marokkanischer offensiver Mittelfeldspieler. Amin Harit hat genauso viele Menschen überfahren, wie diese Saison Bundesligaspiel gewonnen. Spoiler, es steht unentschieden. Amin Harit spielte diese Saison insgesamt 17 Bundesliga-Partien und machte dabei nur ein Tor und 5 Vorlagen. Obwohl er gegen Hoffenheim ein gutes Spiel gemacht hat und ins FIFA-Team der Woche kam, ist Harit mit einer Durchschnittsnote von 4,56 der drittschlechteste Bundesligaspieler diese Saison. Dafür nächste Saison aber nicht, weil er dann in der zweiten Liga spielt. Platz 2: Benjamin Stambouli. Benjamin Stambouli ist ein französischer Abwehrspieler, der vor kurzem einen Vertrag bis 2023 bei Schalke 04 unterschrieben hat. Obwohl Stambouli sich mit dem Verein identifiziert und auch beliebt bei den Fans ist, sind Stambolis Leistungen einfach abgrundtief schlecht wie der Verein. Stambouli spielte insgesamt 17 Bundesliga-Partien und machte nur eine einzige Vorlage. Mit einem Notendurchschnitt von 4,75 ist er der zweitschlechteste Bundesligaspieler diese Saison. Jetzt kommen wir zu Platz 1. Platz 1: Bastian Odschipka. Bastian Odschipka ist ein deutscher Linksverteidiger, der tatsächlich beim glorreichen und erfolgreichen FC Schalke 04 spielt. Bastian Odschipka machte diese Saison 18 Bundesligaspiele und machte nur eine einzige Vorlage. Von 15 benoteten Spielen hat er einen Notendurchschnitt von 4,87. Damit ist er der schlechteste Bundesligaspieler diese Saison. Okay, 29 Leute haben bei meiner Abstimmung eher für Nastasic und Mittelstädt abgestimmt, aber wir fragen einfach mal Odschipka selber. Hallo Chipka, danke, dass du gekommen bist. Ich habe eine Frage. Bist du wirklich so schlecht? Ja, würde ich, glaube ich, eingehen, ja. Okay. Kannst du überhaupt was? Gar nichts. Okay. Fast letzte Frage. Wird Schalke den Klassenerhalt schaffen? Und sollte man Nairol Football abonnieren? Ja, natürlich, ja klar.